So, hallo, wir machen weiter bei YAM 2. Immer noch YAM 2. Ich habe noch keinen Mario Maker aufgenommen, aber ich habe so langsam. Sonne hat mir schon geschrieben, die hat ein neues Level und so weiter. Ich denke auch, da hat sich mittlerweile wieder einiges. Wo ist denn mein ZMZ, Herrgott, nochmal? Angestaut. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir ein bisschen parallel Mario Maker machen. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Vielleicht ist, bis dieses Video kommt, ist auch längst passiert. Es stehen jetzt noch, glaube ich, fünf Folgen aus, bis dieses Video hier kommt. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt ein bisschen am Vorher aufnehmen. Einfach weil jetzt, ja, es ist gerade Abend und es passt gerade ganz gut. Also nehme ich kurz eine Folge oder zwei auf. Nicht in diesem Level. Garantiert nicht in diesem Level. Das ist vielleicht am Ende gar nicht so ultra dramatisch, aber ich möchte das erstmal stehen lassen, dieses Level. Und wir machen einfach hier weiter. Reforested with ASM. Von Stopp. Mysterious Ghost. Hatten wir Mysterious Ghost schon mal? Bestimmt. Wir hatten, glaube ich, mittlerweile alle schon mal. Aber ich wette, ich kann mir die nicht. Ich weiß es nicht. Mr. Koopster ist das. Koopster ist das. Okay. Hat man, glaube ich, schon mal, ja. Aber wie auch immer. Oh, hüpfe ich jetzt die ganze Zeit? Hä? Da steht A, ich drücke A und ich bin tot. Also drücke ich kein A. Press A to do a spin jump that will allow you to hop on the tougher enemy. Ja, hey, ich drücke A, ich bin tot. Oder habe ich nicht? Ist das nicht A? Moment. Ist das dann hier A? Ich kann keinen Spin. Das ist fake, ne? Die wollen mich hier verarschen. Ich darf kein Spinjump auf denen machen. Was ist diese Messagebox? Das ist keine Messagebox. Wie sollte es auch eine Messagebox sein? Wenn sie sich bewegt wie eine Pflanze, ist es natürlich eine Pflanze. Okay, ist das hier. Ist das jetzt hier ein richtiges Troll-Level? Also ich kann. Also ich kann auf jeden Fall nicht. Okay, Yoshi gibt's tatsächlich. Yoshi hüpft auch. Ich muss kurz testen, bin ich jetzt auch tot, wenn ich hier abspringe, also A drücke? Ja, ich darf also nicht von Yoshi mehr abspringen. Ja, das ist jetzt blöd. Weil damit ist der tot und ich kann nichts mehr tun. Ich darf also gar nicht erst auf Yoshi drauf und ich darf auch nicht von Yoshi abspringen. Okay. Okay. Ich hoffe, ich darf ihn zumindest rauslassen. Das Ding ist ja, jetzt könnte ich ihn ja holen. Ich hole ihn mal. Weil ich brauche ihn. Ja, ich brauche ihn ja, um hier rüber zu kommen. Na super. Nicht Schluck. Was wollte ich sagen? Ich wollte auf jeden Fall nicht Schluck sagen. Was ist das? Okay, ich kann weder da. Ah! Okay, ich kann mich treffen lassen, damit Yoshi. Uiuiui. Und dann hier was. Oh mein Gott. Also ich kann mich hier treffen lassen. Nein! Ich kann mich hier treffen lassen, dann läuft Yoshi los. Und dann könnte ich mir noch die Shell hier holen und die hinterher schicken. Und dann da durch. Das nützt aber nichts. Das hat ja gut funktioniert. Ich hätte Yoshis einsammeln müssen. Oh nice, jetzt habe ich den und den. Jetzt kann ich nämlich mit Yoshi den hier so wegmachen. Okay, ich kann nicht abspringen. Ich kann nicht von Yoshi abspringen. Das heißt, ich muss mit denen darüber kommen. Eieieiei. Das ist ein interessantes Konzept.
aber auch crazy. Nicht treffen lassen, sonst wenn ich mich treffen lasse, ist Yoshi weg. Okay, das ist der Mist. Ja, das kann ich nicht auslösen und hier brauche ich immer noch Yoshi, okay. Na, wunderschön. Also hier rüber und hier, da ist der richtige jetzt, okay. Ich könnte mich hier treffen lassen und von Yoshi absteigen und ich könnte das Viech auch mitnehmen. Ich nehme es mal mit. Ich wette, okay, ich muss hier mit Yoshi... Ich wollte es gerade sagen, safe muss ich hier nicht mit Yoshi durch, weil mit Yoshi wäre es viel zu einfach. Also brauche ich den Koopa. Wait, warum ist der Koopa weg? Ah, wenn der in Yoshis Mund nach unten fällt, stirbt der komplett, oder wie? Auch interessant. Also zurück. Wir essen den einfach nicht. Sondern lassen uns treffen. Und dann hole ich mir die Shell. Und dann gehe ich mit der Shell... Oh Junge. Kann ich die... Ja, die kann ich kaputt machen. Sehr gut. Oh, aber dann fällt die Shell runter. Ich muss, wenn ich das gut machen will, muss ich die danach wieder fangen. Okay, aber das geht. Oh, muss ich groß bleiben? Nein, ich glaube nicht, dass ich groß bleiben muss. Weil... Nee, nix A. Weil, ich darf Yoshi nicht... Okay, wie muss ich das denn dann machen? Ich darf Yoshi nicht verlieren. Ich kann aber auch nicht... Wait, was ist denn, wenn ich jetzt sterbe? Dann muss ich ja Yoshi neu bekommen. Sonst kann ich ja gar nicht spielen. Wo komme ich denn jetzt raus? Wo starte ich denn jetzt? Ich müsste jetzt ja Yoshi... Ah ja! Okay, ich muss ihn also tatsächlich... Gut. So, das heißt, ich muss Yoshi irgendwo ablagern. Das würde aber nur funktionieren, indem er hier in dieser Lücke landet. Kriege ich den in diese Lücke reingefetzt? Wieso kriege ich den niemals in die Lücke rein? Abspringen kann ich nicht. Hier stirbt der mir. Da stirbt der mir auch. Wie soll ich den... In der Lücke hier? Ich meine, von denen aus funktioniert das ja nicht. So, der... Das ist ja nicht mal ansatzweise so, dass der darüber fällt. Das ist enorm verwirrend. Er war da oben, ne? Vielleicht kann ich den neu holen. Ah, guck mal, jetzt ist das, bleibt das da oben auch interessant. Aber jetzt ist ja, wie gesagt, Yoshi weg. Oh, hier die Pflanze. Okay, verstanden. Okay, verstanden. Die Pflanze hier muss ein Feuer schießen. Und mit dem Feuer pfeffer ich Yoshi da rein. Oh, wow. Das ist gar nicht mal so nicht durchdacht. Das ist sogar ziemlich gut durchdacht. So, jetzt kann ich aber die Dinger hier wegzünden. Oder das war allerdings ungünstig, weil die Shell mit weggezündet wurde. Und ich sag schon wieder wegzünden. Oh mein Gott. Ich mein, oh nee, ich hatte es doch. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ah, das ist jetzt sehr ärgerlich. Krieg gerade laute neue Nachrichten von der Schule. So. Also nicht von der Schule, sondern in dem Portal, wo wir schreiben können als Lehrer. Ach, Mist. Hab das nicht ausgemacht, jetzt zeigt es das da unten die ganze Zeit an. Aber ich glaube, das seht ihr nicht. Nee, das seht ihr nicht. Ah, drück halt hoch. So. Drück ihn hoch. So, zack.
Okay, und jetzt hau ich die da rein und dann ist alles cool. Jetzt hole ich mir Yoshi zurück. Ich könnte sogar den Koopa mitnehmen. Mache ich aber jetzt nicht. Und jetzt muss ich auf den Kollegen hier warten und dann sind wir hier drüben. Und dann ist alles cool. Oh, Himmel, hilf. Und jetzt brauche ich aber wieder was. Ah, den da brauche ich. Oh, verstanden. Ich muss den jetzt im Bild behalten. Okay, das ist aber gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich ihn aber schon zu lang... Ja, das reicht, das reicht, das reicht, das passt. Zack, zack. Da ist es. Und das hatten wir schon mal, das Ende hier. Haben sie den gleichen Raum verwendet. Das war ja ein sehr wildes Level. Okay, aber wir haben's. Wir haben's weg. Alles, was wir weg haben, ist gut. Das führt dann hier hin zu Woody Hoodie Voodoo. Wie viele Level hat der denn noch gebaut? Bitte Morsel, bitte hab was Schönes gebaut. Okay. Morsel gibt mir den Pilz am Anfang. Und dann kommt hier einfach mal eine Säge. Ah ja! Das ist völlig normal für Sägen. Genauso kenne ich die. Hui. Irgendwas fehlt mir hier, nämlich eine Säge. Hä? Hätte ich die jetzt, hätte ich jetzt warten müssen, bis die zurückkommt? Wahrscheinlich. Okay, es ist bisher ein Level, was ich erstens gar nicht Morsel zugeordnet hätte. Und was zweitens noch nicht komplett crazy wirkt. Ah, verstanden. Die kehrt hier um. Sie kehrt nicht um, aber die andere... Ach Mist. Die da hier. Die kommt praktisch zurück. Ach, ich will den Pilz gerne behalten. Gut. Ja, okay. Jetzt kommt die zurück. Und jetzt kann ich mit der hier durch. Ah ja. Huch. Huch. Warum treffe ich denn nicht? Ach Mensch. So. Das dürfte also mit kleinen technischen Hilfsmitteln, die wir halt haben, sogar... Ah, wait. Okay, das ist ein bisschen komisch vom Timing her. Weil du halt... Oha, da, okay, ich sehe das Problem. Du hast halt... Kaum, okay, das war deutlich besser jetzt. Wow, jetzt habe ich einen Rhythmus. Ich wollte gerade sagen, du hast halt kaum ordentlichen Rhythmus. Jetzt passt der Rhythmus. Vorher hat er überhaupt nicht gepasst. Weiß nicht, was da los war. Da möchte ich nicht rein jetzt. Okay, wir bleiben mal hier. Vielleicht kriege ich den Pilz behalten. So, und jetzt hier schnell. Okay, den Teil muss ich noch besser hinkriegen. Dann ist alles gut. Vielleicht muss ich da dann einen vorher richtig hochspringen. Nein! Nein! Ich würde gern den Pilz behalten. Ach, jetzt... Nee, da noch nicht. Da noch nicht. So. So, nein, das war zu früh. Das war nichts richtig krass. So, zack. Jetzt machen wir einen großen und dann da... Hat nicht hingehauen. Vielleicht machen wir hier auch direkt einen kleinen, dann noch einen kleinen und dann... Ah, naja, egal. Dann halt so. Ich muss ja hier nicht übertreiben. So, da muss ich jetzt eigentlich einfach... Oh, das ist super ungünstig. Nice. Nein, nicht nice. Okay, ich komme hier durch, dann hoch und dann drüber. Jetzt kommt hier die nächste Säge mit Waypoint. Okay, aber bisher wirkt es wie ein normales Level dafür, dass es von Morsel ist, ne? Das ist schon mal... Das ist schon mal etwas. Das kann bestimmt gleich wieder übertrieben quatschig werden. Ja, jetzt kriege ich die Feder nicht. Nice. Aber wenn da eh eine Feder ist, dann kann ich das auch so machen. Und
Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der unangenehme Teil. Mal gucken. So. Da will ich nicht... Kann ich das jetzt noch schaffen? Also wenn ich die Feder verliere, ist das gut? Wahrscheinlich nicht. Ach Mist. Ach Mist. Das heißt, da muss ich... Okay, verstehe. Ich muss da einfach durchfliegen. Im Sinne von geduckt. Ohne dass mich da was trifft. Und das... Ah, und das gleiche dann da nochmal. Ah. Nice. Und dann gleich hier durch. Und jetzt dann den Spinjump hinterher. Ich mache hier gleich den hier sozusagen, dass ich da gar nicht erst in... Ah nein, da will ich nicht hoch. Nicht so. Muss ich jetzt die Feder noch behalten, ist die Frage. Ah, sieht schon so aus da. Ah, scheiße. Jetzt ist das Ding, ich darf nicht in dem Moment, wo ich abspringe, die Taste drücken, aber danach, dass ich so ein bisschen schwebe, das darf ich tun. Aber nicht in dem Moment, wo ich abspringe, sonst springe ich zu hoch. Danach darf ich sie drücken. Na, das war zu bald. Also ich muss wirklich alle drei mitnehmen, okay. Ja, es reicht nicht. Ich muss ein bisschen schweben. Ja, genau. Ich muss so ein bisschen zwischen... So ein Zwischenmuster immer finden. Jetzt. Jetzt. Und jetzt. Na, da nicht. Da nicht. Jetzt. Jetzt. Und... Ja, da noch nicht. Jetzt. Jetzt. Und... Jetzt. Okay. Ah, jetzt muss ich die... Okay, das ist jetzt aber kein Problem. Die mache ich einfach weg. Und dann ist hier auch alles... Alles cool. Und jetzt kann ich einfach ganz normal drüber. Oh, verstanden. Ja, das war kacke. Ach nee, Ich spiel völlig falsch. Ich dachte, ich muss die nach unten drehen. Ah, Mist. Ah, Mist. Ah, Mist. Scheiße. So. Entschuldigung, sagt man nicht. War einfach blöd, was ich hier getrieben habe. So, die nehme ich jetzt mit. So, jetzt passt die Geschichte. Und dann ziehen wir die zum richtigen Zeitpunkt weg. Easy. So, jetzt... Jetzt ist das Morse-Level zu Ende. Das ging doch. Klar, mit States und so weiter, aber es ging doch. Es war jetzt nichts, wo ich meine üblichen Morsel-Aggressionen bekommen habe. War jetzt auch kein, in Anführungszeichen, schönes Level, aber gut. I had an idea for a level last night. Na dann zeig doch mal die Idee. Das ist garantiert nicht das Ziel. I don't remember what it was. Das ist... Das ist das Level. Ja, easy exit, würde ich sagen. Okay. Easy exit. Jetzt sind wir hier. Okay. Cave Danger. Also, Naga. Cave... Oh! Nein. Warum? Ich will den Namen nicht mehr lesen. Okay, noch ein Morsel-Level in dem Part. Alles klar. Gerade habe ich ihn gelobt. Mach's jetzt nicht kaputt, Morsi. Morsi macht das jetzt nicht kaputt. Da ist ein Pilz. Aber ich habe eh noch eine Feder. Die Feder werde ich jetzt sowas von behalten. Die könnte Gold wert sein in dem Level. Oh, die ist sowas von Gold wert. Oh mein Gott. Ich werde die so behalten, die Feder.
Glaubt ihr gar nicht, wie ich diese Feder behalten werde. Oh, die ist. Nun, und ich meine, sie verhindern ja nun mal nicht, dass man den. Nein, 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 vergiss es. Ich verstehe, was hier passiert, wenn der in die Lava fällt. Ah. Ich verstehe, was passiert, wenn der in die Lava fällt. Dann kommen die Hammerviecher da immer wieder. Dann wirft er seine Hammer da immer raus, wenn der falsch. Aber jetzt ist er richtig gefallen. Jetzt wirft er seine Hammer nicht. Sehr gut. Oh Gott, ich werde die Feder sowas von behalten. Und dann ist auch dieses Morsel-Level. Geschichte. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, ich kann auf den Spin jumpen. Ich kann auf den Spin jumpen. Ich kann auf den Spin jumpen. Zack. Ah nein, das reicht nicht. So, perfekt. Jetzt ist der nämlich gar nicht erst gespawnt. Der Hammer-Typ! Außer in mir. Ja gut, kann er machen. Ist okay. B. Ah ja, verstanden. Also nochmal B, zack. Gleich weg hier. Gleich weg da. Pilz brauche ich nicht, ich habe eine Feder. Hi. Ah, jetzt wirft der Hammer. Da gehen wir. Ah, das war zu bald. Dann gehen wir hier rüber und dann wirft er auch keine Hammer mehr. Und ich habe eine Feder, das heißt, ich kann mich schön in der Luft halten. Oh, ist das angenehm und gar nicht so gedacht. Oh, das war jetzt nicht so gut. Erwische ich den? Oh, den erwische ich nicht, ne? Ah, das war ein schlechter Sprung. Sehe das Problem. Da hätte ich eigentlich den Typ da drauf. Ich bin jetzt rhythmustechnisch hier nicht so, wie es sein sollte. Weil eigentlich soll man praktisch hier mit dem Viech dann weit. Wollte ich nicht drücken. Eigentlich soll man hier mit dem Viech dann weiter. Ah, das ist jetzt dumm. Das ist jetzt ein bisschen sehr dumm. Ne, da komme ich nicht mehr hoch. Ja gut, aber das kriege ich trotzdem. Oh, das war jetzt gut. Jetzt habe ich nämlich richtig viel Zeit, um in die nächste Phase zu kommen und kann hier die einfach ganz normal nutzen. Sehr schön. Sehr schön. Oh, mit der Feder ist das. Okay, das wäre ohne Feder, wäre das ein super unangenehmer Levelteil. Aber super unangenehm. Oh, mit der Feder ist das so gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das ohne Feder hätte spielen wollen. Holy moly. Weg mit euch. Weg mit euch. Und Morsel ist selbst schuld. Ich meine, denkt mal nach. Es ist sein Level, ja? Er hat in seinem Level, gerade eben, das letzte Level, was wir gespielt haben, war sein Level. Ich sag gleich, also ihr werdet gleich sagen, es war nicht sein Level. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Es war faktisch sein Level. Er hat in dem Level nicht verhindert, dass man die Feder mit rausnehmen kann. Warum ist da noch so ein extra Ding? Ach, weil ich da sterbe. Ja, moin. Hätte ich den eher auslösen müssen oder sterbe ich da definitiv? Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ich löse jetzt mal so bald aus, wie ich kann. Das wird auch nicht reichen. Doch! Ich muss nur eher auslösen. Ja gut, und dann sind wir hier jetzt haben den Weg gemacht. Ich sage euch gleich, was ich sagen will. Folgendes. Morsi hat dieses Level hier gebaut und hat nicht verhindert, dass man eine Feder mit rausnehmen kann. Danach kommt ein Level, bei dem man das Power-Up nicht verlieren kann. So. Entweder wusste das Morsi oder wusste es nicht, ist aber egal. Und dann kommt ein Level, direkt wieder von Morsi, bei dem er am Anfang nicht verhindert, dass man sein Power-Up verliert. Nicht verhindert, dass man sein Power-Up behält. Also darf man legitim die Feder hier benutzen. So. Rechtfertigungskonnen. Okay, haben wir das geklärt, dann ist der Weg auch fertig. Dann ist jetzt noch dieser Weg hier übrig. Super Serious Fishing Place. Gehen wir dann das nächste Mal also ins Knossi Angelcamp. Danke fürs Zuschauen und tschüss.